Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in 1360 der Beilagen. Meine Damen und Herren, hierzu liegen folgende Abänderungsanträge vor. Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen. Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr. Walser, Kolleginnen und Kollegen. Sowie ein solcher der Abgeordneten Magister Dr. Strolz, Kolleginnen und Kollegen. Ich werde wie immer zunächst über die von den erwähnten Abänderungsanträgen betroffenen Teile der Systematik des Gesetzentwurfs folgen, schließlich über die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs abstimmen lassen. Die Abgeordneten Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen, haben einen Abänderungsantrag betreffend § 2 eingebracht. Wer spricht sich für diesen Abänderungsantrag aus? Das ist die Minderheit, das ist abgelehnt. Sogleich Abstimmung über diesen Teil des Gesetzentwurfs in der Fassung der Regierungsvorlage. Das ist mit Mehrheit angenommen. Die Abgeordneten Dr. Walser, Kolleginnen und Kollegen, haben einen Abänderungsantrag betreffend § 3 und § 4 eingebracht. Wer spricht sich dafür aus? Das ist die Minderheit, somit abgelehnt. Abstimmung über diese Teile des Gesetzentwurfs in der Fassung der Regierungsvorlage. Das ist mit Mehrheit angenommen. Die Abgeordneten Dr. Strolz, Kolleginnen und Kollegen, haben einen Abänderungsantrag betreffend § 10 eingebracht. Wer spricht sich dafür aus? Das ist die Minderheit und somit abgelehnt. Abstimmung über diesen Teil des Gesetzentwurfs in der Fassung der Regierungsvorlage. Das ist mit Mehrheit angenommen. Schließlich Abstimmung über die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs samt Titel und Eingang in der Fassung der Regierungsvorlage. Wer stimmt diesem zu? Das ist mit Mehrheit angenommen. Dann kommen wir zur dritten Lesung. Bitte jene Damen und Herren, die auch in dritter Lesung für diesen Gesetzentwurf sind, um ein Zeichen. Das ist wiederum mit Mehrheit angenommen. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen. Nun noch Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Strolz, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Parteipolitik raus aus der Schule. Das ist die Minderheit. Dieser Antrag ist abgelehnt.